Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's weiter mit Marius Gulf. Wir haben mal wieder eine Zelle verbaut, beziehungsweise verbauen lassen. Im letzten Video, erinnert ihr euch daran, haben wir, wir haben live Dach ausgeflext, ne? Ja, es müsste so eins der letzten gewesen sein. Ja, auf jeden Fall, seitdem war das Auto irgendwo Nordschleifnähe, ne? Firma Stalus. Genau, bei dem Markus von Stalus Rennsportzellen. Und wie ihr seht, hat auch hier die Vernunft gesiegt über die hart erarbeiteten Kilos. Sie jetzt wieder reinzuschmeißen. Und jetzt Safety First, ist auch hier ein anständiger Käfig drin. Wobei in dem Fall ist es ja wirklich eine Rennsportzelle. Weiß ich nicht. Also es ist jetzt so, wie ich sagen wollte. Ob es vernünftig ist oder ob es alles sinnbar ist, weiß ich nicht, aber es ist so, wie ich sagen wollte. So, jetzt muss man zu dieser Thematik sagen, ich glaube, wir haben wirklich, also im Zweifelsfall hat die Diskussion über die Zellen, wer alles Zellen baut, wo du das Auto hinbringen kannst, wie sie bauen, was sie machen und so weiter, war im Zweifelsfall länger als das eigentliche Zellebauen. Das hat mich am meisten genervt. Weil, und dann noch unsere beiden Geschmäcker zusammenzubringen, es war wirklich, es war... Nee, in dem Fall war es aber mehr so, Thematik Zelle ist halt so, es gibt immer eine optisch perfekte Zelle und eine, die maximal wenig wiegt, nämlich gar keine. So, und da jetzt auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, war halt schwierig. Ich bin auf jeden Fall voll und ganz bei dir, dass es am Ende so geworden ist, wie es jetzt ist, weil ja, man weiß nie, wo die Reise hingeht und das Ding ist jetzt auf jeden Fall erstmal safe. Ja, zum Schluss ist noch ein bisschen so der Familiengedanke halt dabei, wir wollen ja auch alle wieder abends alle nach Hause kommen und so weiter, ne? Deswegen haben wir es dann jetzt doch so gemacht, wie es jetzt ist. So, das heißt, hier ist jetzt wirklich eine komplett verschweißte Zelle drin. So, ganz wichtig, auch hier im Hauptbügel ein Kreuz mit Gurtstrebe. Das ist ja immer so das, wo die Zellenhersteller immer, die wollen halt immer ein Kreuz im Hauptbügel, weil das halt einfach, wenn ihr euch überlegt, ihr überschlagt euch mit dem Auto, ist halt genau das Kreuz in der Mitte, wo die ganze Kraft drüber geht. Dann wolltest du unbedingt einen Flankenschutz haben, ja, das, als Kreuz? Das war für mich Prio 1, musste unbedingt Kreuz im Einstieg sein, weil ich es halt schon immer optisch cool fand, immer von geträumt habe, der musste da jetzt halt einfach so hin. Musste rein. Ja. So, dann halt dementsprechend hinten auch ein Kreuz. Genau, weil ich es schöner finde als eine Diagonale. Ist Geschmackssache, ist natürlich so schwerer. Ja, für mich ist hinten Kreuz halt so typisch, ich sag mal, wo wir mit unseren Tuning angefangen haben, war immer so der Wunsch im Golf hinten halt ein Kreuz. Ja. Ich weiß immer, wenn ich an der Ampel hinter dem Auto stand, da war ein Kreuz hinten drin, hast du automatisch gedacht, der muss schnell sein. So, und jetzt ist halt, das hier ist jetzt halt, deswegen ist es halt eine eingeschweißte Zelle. Ihr seht halt überall, wo die Aufnahmepunkte sind, da hat Markus massiv richtig ein Blech reingedengelt und dann geschweißt. Und darauf ist wirklich diese ganze Zelle verschweißt. Ja. So, die ist auch Chromo. Die ist Chromo. Ich finde bei Stalus interessant, die haben eine ganz eigene Art, das zu verschweißen. Wenn du hier mal so eine Naht zeigst, das ist halt eine ganz, ich sag jetzt mal einfach eigene Naht. Ist halt extrem krass gleichmäßig geschuppt. Ne? Mhm. Wird halt eine besondere Technik sein, wie ihr das verschweißt. Wird da wahrscheinlich Grund für haben. Hat er auch nicht so ganz verraten. Jeder hat, also es ist natürlich dann halt nicht durchgezogen logischerweise, sondern Punkt für Punkt. Aber er hat eine Variante wie rum, von wo nach wo und hat da auch seine Zerreißproben zugemacht. Also, ja, es sieht auf jeden Fall heftig gleismäßig aus. Ne? Boah, wenn ihr euch sowas hier anguckt, das sieht schon... Muss also, ich auch sagen. Also ich hatte schon was, ne? So, jetzt keine Stelle gefunden, wo ich sage, da ist es nicht so geworden, wie ich es wollte. So, Maxi, wo ihr gerade hängst, kannst du da vorne mal reinfüllen. Mhm. So, das ist die nächste Sache. Abstützung auf die A-Säule. Ja. Das ist dann immer so der letzte Punkt für die Vollendung so einer Zelle, ne? Weil halt dann wirklich Aufnahme vorne mit Aufnahme hinten verbunden ist. Das heißt, egal was zwischen Vorder- und Hinterachse jetzt passiert, wir sind hier ans Dom gegangen. Hier von innen sieht man das auch nochmal ganz gut. Das heißt wirklich, Vorderachse ist mit Hinterachse in dem Moment verbunden. Natürlich gewichtsmäßig ein Albtraum. Ja, das stellt sich jetzt heraus. Aber ist aber aus Chromo. Ist aus Chromo, ist verschieden stark, verschieden dick. Also es war auch da, ich glaube, ich war nicht sein einfachster Kunde, definitiv. Weil, ja, ich wollte es halt maximal leicht, eher maximal stabil und da irgendwie zusammenzufinden war nicht ganz so einfach. Cool finde ich am Ende auf jeden Fall die drei Kleinstreben, die jetzt gewichtsmäßig wahrscheinlich nicht allzu krass ins Gewicht fallen. Ne? Heißt einmal hier die Ohrenstrebe und die kleinen auf der A-Säule in der Ecke, die feiern noch. Was er halt ungern gemacht hat, er hätte mir gerne noch ein Dachkreuz oder eine Dachdiagonale eingebaut. Mhm. Da habe ich jetzt aus Gewichtsgründen darauf verzichtet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber du meintest ja auch, wenn man mal sich überschlägt und auf dem Dach irgendwo gegenrutscht,
und da ist jetzt nur so eine Carbon-Dachhaut drauf, Hülle, ja, dann sticht das, eigentlich sticht es dann eventuell mit Pech da durch und in deinen Kopf halt. Kann leider passieren. Ne? Jetzt kann man sich wieder darüber streiten, ob die Wahrscheinlichkeit bei unseren Events genauso hoch ist wie auf der Rennstrecke, weiß ich nicht, wahrscheinlich ja, nicht. Nee. Aber deswegen habe ich auf das Dachkreuz verzichtet, da hat er Bauchschmerzen bei gehabt. Wir haben es dann aber, haben uns dann so geeinigt. Nee, aber optisch muss ich auch sagen, auf jeden Fall so mit dem, auch so wie die unteren Aufnahmen vom Hauptbügel drauf platziert und so, das ist auf jeden Fall wunderschön. Krass ist, wie dein Zinn neben der Schweißnaht noch gehalten hat. Ne? Ja, wobei ein bisschen so glänzrig, also ein bisschen ist es. Aber da es jetzt, sag ich mal, eben war, ist es nicht weggelaufen. So, okay, letzter Punkt ist, das ist dann halt richtig Motorsport. Der Sitz ist jetzt auch fest hier drin, weil der Sitz ist jetzt nämlich hier fest auf dem Boden verschweißt. Das heißt, die ganzen Originalaufnahmen sind raus. Auch hier dicke Platten rein, Vierkantprofil und jetzt können die 90-Grad-Winkel vom Sitz direkt darauf verschraubt werden. Genau. Wird gewichtsmäßig dann leider nichts gebracht haben. Das Blech, was wir ausgebohrt haben, haben wir damit dann wieder eingeschmissen. Mhm. Ja. Vielleicht. Wir verzichten nicht auf die ganze Konsole. Ja, ja, nicht vergessen. Ja, okay, ja. Ist vielleicht minimal leichter, ja, aber für mich war es auch mal ein bisschen Stabilität. Und aber ich bin der Meinung, jemand, der ein feines Popometer hat, merkt das brutal. Mhm. Ich glaube einfach, dass egal wie gut du diese Konsole baust, weil das ja schon immer relativ hoch und relativ viel Hebel hat, ja, wird das ein ganz anderes Gefühl sein, wie krass fest du so auf dem Boden bist. Na, gucken wir mal. Das glaube ich definitiv. So, und wenn du willst, kannst du jetzt natürlich auch mal extra tief da drin sitzen. Ja, also tief genug ist es jetzt. Jetzt weil ist sonst wahrscheinlich. Sitzt auf dem Boden. Jetzt müssen wir halt irgendwie hoch. Ja, mir hat da irgendwie noch einer geschrieben, dass es eigentlich irgendwie angeblich verboten wäre, Gurtstreben in den Hauptbügel zu machen. Keine Ahnung, habe ich jetzt noch nicht von gehört. Aber ja, haben wir ja bei Bichers. Ich wollte es halt auch so haben. Ja, haben wir ja bei Bichers auch gerade gelernt. Es gibt auch ganz viele so originale, ich sag jetzt mal so originale Kappfahrzeuge oder sowas auch so. Ja. Also im Straßenverkehr ist es verboten, im Straßenverkehr müssen Gurtaufnahmen immer die originalen sein an der Kauze. Ja, bei mir war es halt auch schon, also A, der Winkel und B, dass ich nicht den Gurt durch das ganze Auto hängen habe und so. Deswegen wollte ich es halt so haben, wie es jetzt ist. 200 Gramm Textil gespart. Den Tag habe ich mich wenig gefreut. Ich vergesse immer wieder, ich wollte eigentlich auch mal gucken, ob es dieses App nicht zufällig auf dem Handy gibt. Bestimmt. Dann muss ich dieses Tablet nicht mehr rumschleppen immer. So, dann waren ja noch ein paar Kommentare, dass ich letztes Mal angeblich die Pedale drin gelassen hatte und das Armaturenbrett. Das war natürlich nicht der Fall. Ja, das habe ich, aber auch in einem anderen Video schon selber dann gesagt, von wegen, wir wiegen wirklich so viel, dass uns ein Fehler beim Wiegen passiert, müsste wirklich, das würde uns spätestens beim darüber sprechen danach auffallen. Ja, also im Porn war es vielleicht noch drin, aber beim Wiegen natürlich raus. Also das Auto ist dann genauso zu ihm gegangen und wir wiegen es genauso jetzt auch wieder. So. Kann losgehen. Also zur Erinnerung, vorher 157 Kilo. Genau, 156, 157 würde ich sonst sagen. Die 157 waren mitgestellt aber dran. 1:1 so, wie es Auto dann zu ihm ging. Genau. Eigentlich schon ganz schön leicht für so eine Karosse. Das heißt, wenn jetzt 230 da stehen, habe ich eine Karosse zu verkaufen. was denkst du grob? Weiß ich nicht. Also es laufen Wetten dort in der Firma, die träumen da von 45, 47, 48 Kilo. Die träumen eigentlich von unter 50 Kilo, die Jungs, auf jeden Fall. Weil die haben sich selber so ein bisschen überlegt, was sie so an Meter Rohr da reingeschweißt haben. Kann auch sein, dass hier gleich eine 65 auf der Uhr steht, ich weiß es nicht. Also die ABBA-Zelle waren jetzt ja 53. Muss man dazu sagen, geschraubt ist sie natürlich immer ein bisschen schwerer mit Verbindungsschlippen. Ja. Und hat ein paar Rohre mehr gehabt. Du hast ja wahrscheinlich schon 2-3 Kilo Verbinder drin, oder? Was? Ja, 5. Ja, 5, siehst du. 5, jetzt das Rohr wiegt natürlich trotzdem was auf den Zentimeter. Ja. Ne? Ja, so, okay. Ist genullt. Ob ich es jetzt hinten schaffe, weiß ich nicht. Also jetzt müssen wir einmal kurz wieder ein Paradebeispiel zeigen. Jetzt würden einige wieder denken, die Wagen gehen nicht. Das habe ich nämlich auch gelesen. Eine zeigt immer 0 an. In dem Fall vorne rechts. Liegt aber einfach daran, nicht, dass die Waage nicht geht, sondern dass einfach in dem Moment nichts auf dem Boden steht. Tritt nochmal drauf. Rennen. Das Gestell oder der Boden ist hier ein bisschen schief, ich weiß es nicht. So. Oh. Abgestürzt. Nein, Spaß. 206. 50 Kilo, 49 Kilo. Ziemlich genau 50 Kilo. Ja, ich habe es leider befürchtet. Ja, es ist okay. So. Also, jetzt können wir leider den Jungs... Ist für die jetzt Pech, ob es jetzt unter oder über 50 Kilo ist, weil ich weiß noch, wir hatten beim Wiegen einmal 156, einmal 157. Ja. Also es sind, sagen wir, genau 50 Kilo. Okay, krass. Aber da muss man wirklich sagen, immerhin leichter als die Arbeitszelle. Mhm.
Und klar, sind jetzt 50 Kilo mehr als komplett ohne. Du kannst aber weglassen deine alte Schwebe da hinten. Ja. Das waren ja schon 2 Kilo oder so. Die war hinten zwischen den Domen. Da war deine, die Gurte auch dran fest. Genau. Die brauchen wir natürlich nicht mehr. Steht immer noch im Müll vorne? Ja. Er zeigt jetzt 1. Ich meine eher 2. Ja. Ich glaube, es hat, kommt auch in die 2 Piep. So, das heißt, wir sind bei 47 bzw. 48 und deinem alten Käfig. 27 Kilo plus so 4 Platten drunter. Lass die vielleicht ein halbes Kilo, ein Kilo, ich weiß es nicht. Und die Gurtaufnahme. Die Gurtaufnahme, die Sitzaufnahme. Ja. Also Käfig mit Sitzaufnahmen, Pi mal Daumen 30 Kilo, 32, dann sind wir bei knappen 20 Kilo nur mehr, ne? Ja. Gegenüber vorher. Ja. Dafür, dass es aber gegenüber vorher, ich sag jetzt mal, dreimal so stabil ist, ne? Das heißt, mein ganzes Blech ausbohren und rausschneiden war eigentlich nur dafür, mit dem Käfig wieder auf Null zu kommen oder, nee, ja, nicht mal. Das heißt aber auch zeitgleich, jetzt ist die Karosse so steif, dass du dich jetzt theoretisch austoben kannst im Leichtmachen, ne? Das heißt, übertrieben gesagt, wenn du jetzt hier irgendwo noch was wegnehmen würdest, ne, wird das Ding nicht wie ein Kartenhaus zusammenfallen, ne? Ja. Weil stabil ist das definitiv jetzt erstmal. Aber das lassen wir so, das ist schon okay. Ja, aber 50 Kilo ist doch okay. Ja. 60 oder 70 wäre jetzt, ne? Aber dann überlege ich mir, wenn ich mir jetzt so Autos, so richtige Rennautos angucke, die teilweise eine Stahlzelle drin haben, die ist passend dazu nochmal ein Drittel schwerer. Das heißt, die ganzen Rohre in Stahl wären schon, ich sag jetzt mal, knappe 70 Kilo, 65 Kilo. Mhm. Ne? So, und das heißt, dann kommt noch ein Dachkreuz, dies, das, jenes zu. Das heißt, wirklich so eine komplette Zelle mit allem, was geht, mit nochmal auf dem Unterboden und so weiter, reden wir wirklich von 80, 90 Kilo. Ja, ist krass. Ist so, als ob einer drin sitzt oder nicht, quasi. Ne? Schon viel. Aber gut. Für die Sicherheit und so weiter. Aber wenn man so von vorne drauf guckt, sieht optisch schon geil aus. Ja, ich bin also Form und Verarbeitung und so bin ich auch mega happy, alles cool. So mit, wie das eine Kreuz auch in dem Moment höher liegt, weil die hintere Anbindung recht hoch ist, dadurch wandert das Kreuz ja so hoch. Ja. Kann das schon was. Schon cool. Ja. Definitiv. Ja. So, das war eine Thematik. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall schon mal, was hier so passiert ist. Wie es jetzt in dem Video weitergeht, wissen wir noch nicht. Thematik. Dach steht noch aus, KTL, ihr habt schon eine Lehre für die Achse gebaut, wir wollen noch Achsen bauen. Ich würde sagen, wir grübeln jetzt ein wenig, wie es weitergeht und dann geht's weiter. Guten Tag. Hallo, guten Tag. So, herzlich willkommen bei der Firma Baltic Carbon in Oldenburg bei Holstein. Wie wir sehen, ist deine Halle fertig. Ja, so halt, ne? Aber sieht gut aus, sieht groß aus. Ja, jetzt kann man ein bisschen was mehr machen, ne? Wenn ich mir überlege, gegenüber vorher, wo du dann noch schon relativ viel von A nach B nach C rangieren musstest, sieht das jetzt mal ja schon langsam nach richtig Produktion aus, ne? Ein bisschen mehr Freiheit, Möglichkeiten. Ne? Ganze Karossen jetzt. Ganze Karossen, ja. Versuchen wir es. Autoklaven in XXL. Ja, wenn du sponsorst, dann läuft das. Wie lange hast du jetzt gebaut hier? Also knapp ein Jahr bin ich dabei, ne? Alles nach und nach, alles nicht so geklappt, wie man wollte, auch wie in Geld und Banken und die Corona-Zeit und alles im einen, aber man versucht nicht aufzugeben. Aber dafür, dass du so viel selbst gemacht hast, ist schon gut geworden. Ja. Wie groß ist das in Summe jetzt? Eine ganze Halle, 450 Quadrat, ja, kann man sich gut austoben. Wie gesagt, viele Leute haben geholfen, man muss sich auch nochmal jetzt auch hier Danke sagen, auch an euch. War ja auch immer Hilfe da, wenn man irgendwas wollte. Auch Chris und Flo und alle Jungs, und die da so im Thema sind. Die verstecken sich da hinten gerade so schön. Die Jungs von Mechanics, die Boys, sagen die. Die haben auch sehr viel geholfen, auch viel aus der Scheiße geholfen. Das ist halt auch so die Szene, sag ich mal, wo die dann kamen und sagen, hey, komm, wir können mal was, wir kennen jemanden und so. Das ist sehr viel wert. Mechanics müssen wir dazu sagen, das kommt erst später, da waren wir heute vorher, da könnt ihr auf jeden Fall ein krasses Video schon mal erwarten. So, ja, nee, ist aber geil. Gefällt mir. Ja. Das heißt, du kannst jetzt hier ein bisschen mehr Gas geben und großzügiger alles bauen, arbeiten, machen. Ja, ich versuche es noch. Es ist immer noch sehr viel drumherum, deswegen es dauert sich, bis ich wieder alles ein bisschen einpendel. Bin immer noch alleine, zwischendurch hatte ich auch jemanden gehabt schon, aber das ist halt nicht ganz so gelaufen. Zum Schluss, wie man es wollte. Ja, ja. Aber so ist es halt im Leben. Ja. Habe ich auch sehr lange alleine gearbeitet. Geht immer weiter. Genau. Das Licht ist hier auf jeden Fall sehr schön. Ne?
Mir gefallen die Lampen auch. Vor allem warm ist es hier. Ich feiere den Boden auch. Ja, darfst nicht krümeln, ne? Das wollte ich. Wollte mal reinkommen, pushen an und dann geht's weiter. Ich glaube, wenn ich so einen Boden hätte, würde ich nur noch auf den Boden schrauben. Ja, meine Schwiegereltern sagen, an deiner Stelle bin ich hier schon eingezogen. Habe ich auch überlegt, weil für 2 Stunden nach Hause fahren lohnt sich langsam nicht mehr. Das Problem ist, wenn wir so einen Boden hätten, hätten wir nicht lange so einen Boden. Ja, das ist was. Ja, da muss man ganz glücklich mit umgehen. Ich kriege auch mal leichte Anfälle, wenn irgendwas passiert. Ja, aber du kannst ja schon rüberwischen und fertig, ne? Ja, klar. Aber das ist halt nichts mit grob runterfallen oder sowas, das ist halt schwierig. Ne? Wie gesagt, ich hätte mal jetzt irgendwie ein Boot gehabt, dann ist der Außenborder, so ein kleiner Außenborder, hinten abgeknickt, runtergefallen, dann hast du noch einen Anfall gekriegt, das Ding nochmal extra nochmal hochgemacht, dann ist das wieder runtergeknallt, wieder eine Macke gehabt, und dann habe ich das Ding fast rausgeschoben und graben, aber sonst, nee, aber es ist wert, auf jeden Fall. Ich mache ja auch ganz andere Arbeiten, ne? Es soll sauber sein, das ist mein Ziel, es soll immer sauberer werden, immer genauer, klar. Und das ist für mich wichtig. Ja, also Licht ist auf jeden Fall schon mal gut, ja. Boden auch gut. Da oben kommt Büro, ne? Ja, das ist jetzt das Büro, eigentlich sollte das ein Anbau vorne anwerden, aber... ist halt nicht ganz so gelaufen, wie man es wollte und die Leute und alles und dann habe ich jetzt halt das so gewählt, dass ich erstmal das mir unterteilt habe, dass da oben erstmal das Büro gewesen ist. Aber ist ja auch erstmal okay. Ja. Wahrscheinlich, wenn du den Anbau hättest, würdest du schon wohnen hier. Genau, ja. Vor allen Dingen, ich muss sagen, ich wusste gar nicht, dass so viel man selber machen kann. Also sehr egal, was wir gemacht haben. Ich stand hier im Sommer, letzten Sommer, wo keiner da war und keiner irgendwie niemanden gefunden hat, der irgendwas machen wollte, habe ich selber hier Steine gesetzt und wie auch immer und stand da einfach. Und habe mir einfach irgendwelche Fotos angeguckt, die meine Freundin gesehen, gezeigt hat, gesagt, hier, weißt du noch? Und dann sag ich, ach du Scheiße. Dann 5 Kilo runter und total fertig und dann ohne T-Shirt und dann schön gemauert. Ne? Aber ja, so guckt man das und sagt, okay, da hat man wenigstens nicht aufgegeben. Ja. Ne? Aber keiner kann sich das vorstellen, wie hart das war. Das war wirklich hardcore. Ja doch, ich glaube das schon. Also ich war auch gerade echt positiv überrascht, A, wie groß und B, wie schön es am Ende geworden ist. Ne? Mir gefällt es auch. Also es soll jetzt noch natürlich immer so ein bisschen. Deswegen habe ich ja gesagt, ich bin extrem penibel. Ich bin halt nicht der Bautyp. Viele haben dann kamen und gesagt, ja, Tim, jetzt hör mal auf. Ich sage, nein, also ich hab, wie gesagt, Steine setzen oder sowas. Ne? Ich kenne das ja als ganz andere Materie. Und wenn er irgendwie einen Stein, dann packst du die Wasserwaage drauf und dann passt das aber nicht. Und dann denkst du, dann kommt der Maurer und sagt zu mir, was machst du denn da? Ja. Ich sage, ja, ist noch nicht ordentlich so, ne? Und die und da, ja, da hoffen das Scheiße, bis ich in England selber gezwungen habe. So, du musst jetzt einfach deine Genauigkeit, die musst du aus Acht lassen. Und am Zenti alles abschalten jetzt. Ja, so ungefähr, ja. Für hier kommt noch so ein Schreibraum rein wahrscheinlich, ne? Ja, ist alles noch, genau, das ist alles in Planung und ich habe hier meine eigenen Vorstellungen, sag ich mal. Ne? Das wird ein eigener Schleifraum, der zur Hälfte geteilt wird, das komplett mit. Oben das kommt rein, was reingedrückt, Luft und unten wird abgesaugt. Und ich wollte wirklich, es sollen Arbeitsplätze werden. Mhm. So. Nicht eine gesamte Halle, das sind wirklich Arbeitsplätze. Ich will keine, also so wie Schleifen und sowas, ist mir wichtig, dass es auch sauber ist. Dass, wie gesagt, die Zukunft ist ja, ich möchte irgendwann mal einen Mitarbeiter und alles haben und ich möchte keinen zumuten, dass er sich da am Tagesende nach Hause geht und sagt, ey, bin so dreckig, alles scheiße, ich komme hier rein, alles dreckig, will ich halt nicht. Ne? Ich möchte das so, wie ich mir es vorstelle, und das will ich irgendwie verwirklichen, auch wenn es dauert, aber es soll. Ne? Ja, okay. Ist ja auch der richtige Weg auf genau. Dauer. Ja. So, und das ist mein Konzept, was ich mir lange erarbeitet habe, so, das fange ich jetzt langsam an umzusetzen. Das ist natürlich, scheitert es manchmal an Geld und allem drum und dran und auch manchmal an den Mitteln und der Kraft auch. Ja. So, deswegen versuche ich das irgendwie immer so zu managen. Das heißt, der ganze Raum wird B als auch entlüftet. Um halt diesen Schleifstaub da rauszukriegen. Ja, also es sind werden da ja 2 Elemente. Der vorderste Bereich wird durch den Boden und Decke und hinten steht halt ein Schleiftisch. Also je nachdem, welche Größe du Bauteile machst. Ja, dann habe ich mir halt gesagt, okay, das ist sehr schwer mal zu entscheiden, wie groß willst du diesen Raum überhaupt? Was soll da passieren? So, ne? Wie kommst du da rein? Wie kommst du da raus? Passt das jetzt vom Konzept? So, ne? So, das ist das ganze Problem. So, jetzt habe ich da ein Rolltor reingebaut zum Beispiel. Ich möchte nachher gewährleisten, dass ich da mit großen Teilen einfach rein kann. Die Karosse auch reingeht, ne? Ja, dass du auch Teile irgendwie auf Böcke legen kannst und die bearbeiten kannst. Mhm. Aber auch auf den Tisch, wenn die zu klein sind. Und ich möchte aber das alles sauber haben. Ich möchte keine Schläuche haben, ich möchte keine Rohre haben. Ich möchte einfach sauber rein, sauber raus. So, fertig. Ja, so, dann habe ich mir ein paar Sachen angeguckt. Man kann immer alles machen lassen. So, aber es ist immer alles Sonderanfertigung, ist ja teuer, es ist halt Industrie auch und ja. Und dann muss es auch da reinpassen. Also früher in meiner alten Halle, auf meinen nicht mal 100 Quadrat oder wie viel das war, ich weiß gar nicht, da habe ich ja meine Lackierkabinen auch selber damals zusammengestellt. Und die habe ich einfach von der Deckenhöhe einfach so reingebaut, dass sie passt. Das nicht wie passt, sie ja. muss, sondern wie sie passt. Dann haben die alle immer gesagt, von der Größe her, ne? Das siehst du ja schon,
Und gesagt, ey, ja, ich komme da gar nicht rein, wie arbeitest du? Ich so, ey, ich habe das auch für meine Größe gebaut. Also ich wollte das ja gar nicht, also ich habe so gebaut, dass ich da arbeiten nicht kann. Ne? Mehr habe ich ja gar nicht gerechnet. Okay, cool. Ja. Was denkst du so ungefähr? Halbes Jahr brauchst du bestimmt noch, bis alles fertig ist. Genau, ja, ich mache jetzt momentan, das ist mein Schwager, der ist ja jedes Mal hier mit, der ist, wenn ich den auch nicht hätte, dann wäre auch natürlich Katastrophe. Der ist auch eigentlich leider was ganz anderes gemacht und macht auch was anderes, aber aus Interesse hilft er mir immer so. Ne? Und wir versuchen uns irgendwie durchzukämpfen mit Trockenbau und was weiß ich und die ganzen Sachen. Und ja, nach und nach. Ja, und viele, wie gesagt, vieles muss ich dann nochmal irgendwie probieren und dann klappt das nicht. Dann fange ich das irgendwie neu an, dann teste ich das und dann, das ist... Naja, aber ich denke, in Summe kannst du auf jeden Fall schon stolz drauf sein, wie es geworden ist. Ja, also ich bin auch großen Ganzen drin. Ich bin drin, es ist warm, ich kann auch nicht. So, jetzt zu unserem Konstrukt. Wir haben dir Marius Gold mitgebracht, der ist schon ganz aufgeregt hier. P-Shirt sich ein. Wenn es nicht passt, lass ich ihn hier. So, ja, gibt gut was für die Tonne Schrott. Ja, ja, ist okay, wenn ich drin bin. Nochmal 50 Kilo mehr. So, okay, pass auf. Wir hatten dir gebracht dieses wunderschöne orangene Golf 2 Dach. Ja. Das war komplett das Stahldach, was wir vor der Tür abgeflext haben. Ich hab das auf dem Moment, ich will nur mal kurz so grob gucken, was das so. Okay, da ist jetzt noch, wir können jetzt mal zeigen, wie das von innen so aussah. So, diese. Die rote Praline. Die rote Zora. Wieder wie gehabt, das haben wir ja schon ein paar Mal erklärt. Mit Absicht, komplett nichts dran rumgeflext, rein gar nichts, dass du wirklich, ohne dass es sich verzieht, ohne alles, die Außenhauteimer des Daches abformen konntest. Genau, dass es noch die Stabilität behält, damit es nicht sich verfindet. Ne? Weil Marius' Traum war es auch von Anfang an auf jeden Fall mal ein Carbondach da reinzuhauen. Ja, also der Traum war immer, das Schiebedach wegzuhaben. Ne? Und das war jetzt so. Also so eine Dachhaut zertauschen war in meinen Augen dann... Das Einfachste. Sind, ja, also ich hätte es jetzt nicht gegen eine Metalldachhaut gemacht, da war dann der Ansporn größer. Ja. Auf Artyoms Angebot einzugehen. So, dann haben wir jetzt hier, da sieht man mal, wir zeigen das mal kurz, wie groß so eine Form eigentlich ist. Ist schon echt krass, ne? Lass mal einmal, darf man die so hochlegen, die Form? Ich will ein bisschen kurz sehen. Boah. Okay. Die Form wiegt mehr als das Stahldach. So. Ja, hartes teuer geworden, ne? Weißt du, ne? Gibt es eigentlich irgendwas, was da nicht teuer geworden ist? Nee. Die Halle. Ja, das hat ja keiner gesagt. Nee, und hier ist jetzt tatsächlich, Marius, dein Carbon. Das fühlt sich doch gewichtsmäßig gleich besser an. Das ist jetzt komplett ohne Streben, ne? Genau, ja. Brauchen wir nicht, so viel Zelle drin. Naja, eigentlich ist das auch so aufgebaut, die Streben sind eigentlich in der Karosse, eigentlich, wenn man es so nimmt, drin. Aber die waren da drin, ja. Wenn du das Dach jetzt, das Blechdach da rein, ja, wenn das Blechdach da rein, so reinschweißen würdest, würdest du wahrscheinlich durchhängen wegen der Stabilität. Ja, das Kohlefaserdach hält so, also das Kohlefaserdach ist von der Grundsteifigkeit schon besser als Blech. Ja. Eine Frage noch dazu, mal so. Die Dächer baust du alle gleich? Also ist das jetzt das gleiche wie das Limbo-Dach vom Aufbau her? Ähnlich. Ich gestalte das immer ein bisschen anders, je nachdem, was passieren soll, wo die Steifigkeit hin soll. Ich lege das schon materialmäßig aus. Ich mache mir da schon ein bisschen mehr Gedanken. Ne? So, aber das heißt, es hängt schon so ein bisschen von der Fläche ab, wie groß, breit, lang und so weiter. Genau, wo die Kanten sind, wie auch immer. So eine Kante macht ja auch viel aus. Das entscheidet das auch. Ne? Okay. Ja. Wir gucken uns das Ganze erstmal optisch an, wie Dennis machen. Aber du würdest jetzt von dir aus sagen, muss keine Strebe rein. Also von dir aus müsste da jetzt keine Strebe rein. Nö. Okay. Also meiner Meinung nach genügt das. Könnte man das jetzt natürlich, aber... Nee, von mir aus muss da auch keine rein. Im Endeffekt passiert ja eigentlich ja nichts. Ja? Man könnte jetzt natürlich nachher sich das überlegen, dass man hier das auch nochmal abfängt, irgendwie verbunden macht oder einen Dämpfer. Mit einem flexiblen Karosseriekleber oder sonstiges? Ich hätte nur Angst, dass es in der Sonne wieder zieht dann oder so, weißt du? Nö, es gibt ja verschiedene Kleber, die reagieren dann nicht so drauf. Scheibenkleber werden also natürlich fatal. Man muss dazu sagen, original wären hier ja Streben gewesen. 1, 2 und eine Schiebedachkassette. Ja, normalerweise ohne 3, 4. Genau. Irgendwo 3, 4 so, ne? Gibt es jetzt halt nicht mehr. Nee, aber das können wir ja mal gucken, ob wir das über... Zur Not können wir sie ja auch noch bauen. Alles gut, also... Wenn das so reicht, lassen wir das so. Du willst wiegen, ne? Ja, dann pack drauf, dann steig drauf und gucken wir, ob es reicht. Also, ich hab da blindes Vertrauen, das wird reichen. Und, hast du genommen? Abgenommen, Alter, was ist denn da los?
Alter, aber ein Kilo, kann ich gar nicht glauben. Er ist Vorbereitung für dieses Race. Die Luft, die ist hier dünner. Die Nerven. So, wir hatten, das ist jetzt aber schon so dünn gebaut, wie du sagen würdest, dünner geht nicht. Also mit dünner Sinn und Verstand. Immer. Nee, aber mit Sinn und Verstand ist so. Nein, aber das ist so, dass ich vertreten kann. Ne? Ja. So. Man kann es ja auch nicht beliebig. Klar, man kann immer Materialien darauf anpassen, aber irgendwann ist auch mal Schluss. Und irgendwann ist ja auch, die Zugkraft kann ja ausreichen. Im Endeffekt von dem Aufbau, aber das muss auch die Grundstabilität haben. Wir haben ja keine Streben jetzt auch zum Beispiel drin. Also sollte schon so, die Stärke sollte schon, denke ich mal. Viel weniger wäre nicht akzeptabel, meiner Meinung nach. Mhm. So, jetzt spannender Moment, das Blechdach waren wie viel Kilo? Ich habe eben nochmal Leistung geguckt, 12,2. 12,2? Ja. Jetzt sind knapp 50. Da war der Schiebedacheinsatz aber dann nicht mit zugerechnet und so, ne? Jetzt sind knapp 50 mit der Zelle auf jeden Fall schon wieder reingekommen, ne? Ja. Das heißt, wir müssen jetzt das wiegen. Was schätzt du, Artyom? Artyom sagt unter 4. Ja, normal. Das ist auf jeden Fall, keine Ahnung, 3,5. Ich habe es ehrlich noch nicht gewogen. Oh, guck mal, noch ein bisschen mehr. Punktlandung? Ja, so viele Punktlandungen, wie wir aktuell immer haben. Ja, da, ihr habt doch an der Waage rumgefummelt. Nee, also wenn ich es loslasse. Nee, es geht unter. Oh, cool! Mensch, du. Nee, also warte, es geht definitiv unter. So, ich tippe es. 3,9. Ja, guck mal, die Ecken kommen auch noch weg, sind wir bei deinen. Lass die mal schnell ab. Ja, Kleber kommt dazu, ne? Ja, das ist die Kleber und so. Warte, nimmst du die da? Müssen wir ein paar Löcher rein. Also 3,9 Kilo gegenüber 12 sind also minus 8 Kilo. Ja. Schon saftig. Am höchsten Punkt. Ja. Und es sieht noch geil aus, bitte. Das sehen wir gleich. Oberkleber, ja. Diesmal kleben wir vorm Lackieren ein. Silikon. Geil. Es ist schon immer wieder krass, wie hoch dann doch bei dir die Quote ist, dass es halt einfach reinfällt und passt. Ne? Ja, hier muss die Treffgenauigkeit. Ja, wir wurden vergessen, aber. Ja. Besser mehr dran als mehr ab, ne? Da sieht man ja so die Ecke, aber da muss ja eh noch hier und da so ein bisschen. Genau, hier haben wir es ab. Muss man dazu sagen, wir haben die Karos mitgebracht, das heißt, du hattest bisher ja noch gar nicht die Möglichkeit, das anzupassen, ne? Nee. Geil. Hier vorne, Marius, willst du eine Absatzkante gestalten? Ja, das mache ich dann, wenn ich, also ich wollte jetzt warten, bis ich das Maß von Artyom habe, sag ich mal. Und dann werde ich hier einen Absatz gestalten, so also einen Flansch, wie wir es bei dir hinten an der C-Säule gemacht haben, wo wir es dann aufkleben können. Also damit das jetzt auf Stoß ist, aber da unten ein Absatz ist und dann müssen wir es halt verkleben, verspachteln, verlackieren. Guck mal, wie schön das hier wieder reinfällt. Kannst du ja fast nieten von der Seite. Ja, das ist schon krass. Was sagt dein erstes Bauchgefühl? Sichtcarbon oder weißlackieren? Weil so ein Golf 2 hat schon ganz schön viel Dachfläche, ne? Ja, also eigentlich würde ich es doch gerne da Sichtcarbon machen. Aber dann irgendwas muss drauf, also von TDE die Turbine oder irgendwas oder von Alus was oder so. Dann muss irgendwie der Rest der Karosse auch noch in Carbon. Sein Gesicht sagt nein. Gesicht sagt Halle muss fertig. Ich fahre dieses Jahr im Urlaub, wo kann ich sein? Wohin denn? Keine Ahnung. Ja, krass. Nee, weil es ist schon, wenn man so von der drauf guckt, ist schon viel Carbon bei so einem Golf 2, ne? Es ist schon eine große Fläche, gebe ich dir recht. Aber weiß lackieren tue ich es halt nur einmal. Dann ist es, also ich würde es, glaube ich, definitiv einmal erst so bauen und mir angucken. Ja, ja. Und ich glaube, Artyom rastet auch aus, wenn er sich Carbon machen soll und dann lackieren wir es doch, dann. Geht nicht. Glüht die Halle hier. Ja. Man könnte dann halt überlegen, wenn man irgendwann mal vielleicht die Motorhaube hat, ob man in der Motorhaube innen das zum Beispiel auch sich Carbon lässt. Die hat ja so eine Sicke. Ja. Müssen wir uns dann angucken. Dann bleibt aber nur eine Frage mit dem Übergang, ne? Ja, der wird einfach scharf abgeklebt. Aber wie gesagt, Dachrinne und Frontscheibendichtung trifft sich auf 2 mm. Sieht man kaum, ne? Das ist. Sieht man nicht mehr. Das heißt, du kannst auch das Dach nach dem Lacken einkleben. So wäre der Plan, ja. Genau, für uns war nämlich jetzt nur wichtig, bevor das Auto jetzt im nächsten Step zum KTL geht, einmal zu wissen, Artyom hat gesagt, das passt zu 100%. Hat er mal recht gehabt? Weil passt zu 100%. Drauflegen, Abfahrt. Ja. Kannst du auch grinsen eigentlich? Nö.
gibt ich es. Ich konzentriere mich dazu. Weil bestimmt einige, weil ich könnte mir vorstellen, Golf 2 gibt es wirklich viele Autos, gerade auch in dieser Szene, Dächer zu kaufen. Wenn ja, wann ungefähr? Was denkst du? Und wenn, wie viele würdest du dann so produzieren in der ersten Charge? Ich denke, also für dieses Jahr werden es nicht mehr als 5 werden. Ja. Definitiv. Und wann? Ich denke mal zum Juni, Juli wird, denke ich mal, möglich sein, das erste Dach zu bekommen. Praktisch wäre für dich natürlich einfacher, wenn sich gleich 5 auf einmal finden, dass du dann gleich 5 Dächer durchziehst. Ne? Dann ist das Ding besiegt. Es gibt nämlich tatsächlich demnächst RS4 Limos. Als, kommt man auf Namen nicht? Wie sagt man, nicht als Autokorso, nicht als Schlange, wenn ganz viele Autos hintereinander fahren? Das ist ein Autokorso. Ist ein Autokorso eigentlich, ne? Ja. Nee. Aber ich frage mich immer, wenn ich das sehe, ob es überhaupt noch S4 Limos gibt. Ja. Ja, schon. Nee, ist ja schön. 1, 2, 3, 4, 5. Dann gibt es wieder 5 RS4 Limos. Doch gut. Nee, also wenn ihr auch ein RS, sag ich schon, Golf 2 Carbondach haben möchtet, einfach an der Tür binden. Genau, mit der Platte ist ja im Prinzip genauso, ne? Ah, genau, gut, dass du sagst, ja, pass auf, hier. Ha. Hat mir die schon gezeigt? Nee. Ja, in dem. Nee, das Video kommt erst noch, glaube ich. Geilste Idee gewesen, diese Platte eigentlich für Limo zu bauen. Das war ja dieses Konstrukt, wo wir aus Holz eine Form erstmal, ein Muster gefräst haben. Dann hast du es abgeformt. Dann ist diese Platte, diese Allrounder. Und die war eigentlich für Limo gedacht. Hat Marius aber einfach ein bisschen passend gemacht. Das heißt, hier hinten ein bisschen weggenommen. Und schon ist diese Platte, die übrigens richtig krass massiv ist, ne? Ist dafür ausreichend, ne? Also schon aber die Stärke. Aber das ist zum Beispiel dicker als das Dach, oder? Ja, natürlich. Das ist auch eine Handlung. Ich glaube, die hat noch 2 Kilo oder so. Können Sie sich das Video so angucken? Das ist doch vorhanden. Alles Schritt für Schritt beschrieben. Zum Nachbauen. Ja, zum Beispiel. Können auch gerne Material bei mir beziehen. Können genau. Am besten gleich 2 oder 3 genau, die Sätze bestellen, weil. Fertige Platte kaufen. Ja, oder so. Nee, also selbst, ich würde mal fast behaupten, dass in 99% der Fahrzeuge die Platte sogar so reinpasst, dass man die immer passt kriegt. Ist immer ähnlich, ja, die wird, ne? Auch so in Golf 3 passen und so alles. Ja. Ja, außer man hat jetzt natürlich einen Kofferraum, der so, René guckt schon, ob es in Golf 7 passt. Außer du hast jetzt einen, der natürlich so zusammenfällt, irgendwie in alle Richtungen, dann natürlich nicht. Aber ich glaube, Golf 7 hat gar keine Reserveradmulde mehr, oder? Hat Golf 7 noch, gibt es sowas in Golf 7 noch? Irgendwie ein bisschen schon, ne? Ich glaube, neue Autos haben ja meist gar keine Reserveradmulde, oder? Ich weiß nicht. Doch. Nee, die haben auch nur so notfallmäßig mit Kompressor. Ah, okay. Nee, aber die Platte ist, glaube ich, auch eine Universalwaffe. Also die wird in vieles reinpassen. Ja, vielen Dank, Arjun. Arjun, mega auf jeden Fall. Sehr gerne. Wird Marius jetzt auf dem Rückweg feiern können? Weißt du, du darfst nicht trinken beim Fahren, ne? Ich lasse fahren. Achso. Im nächsten Video würde ich sagen, geht es jetzt weiter wahrscheinlich mit KTL, ne? Falls dir noch irgendwas anderes einfällt, gucken wir mal. Nee. Und ja, ich würde sagen, so viel dazu. Ich spiele es wieder, wenn die Kabine fertig ist. Ne? Ja. Zum Schleifen. Dann wollen wir mal gucken, wie du schleifst. Ich will unbedingt irgendwann mal selber schleifen, aber bisher durfte ich es ja noch nicht. Geht bald los. Dann bauen wir noch ein eigenes Teil hier. Die Vollcarbon-Karosse. Darf ich ja selber freischneiden. Ja. Also, wollen wir mal versuchen, ne? Nee, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.